Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video zum ersten Castle Story Patch, zum ersten Update von Castle Story. Das Ganze ist schon vor ein paar Tagen erschienen und fixt die schlimmsten Bugs im Spiel, was natürlich auch nötig war. Die Installation werde ich euch jetzt hier mal kurz erklären und danach dann noch drauf eingehen, was sich denn verbessert hat, was es für Neuerungen gibt, was es für Bugfixes gibt und so weiter. Downloaden könnt ihr das ganz einfach hier. Link auf die Seite poste ich unten in die Beschreibung. Dann geht ihr einfach auf den Link hier und könnt dann auswählen, über welchen Anbieter ihr euch die Patch-Dateien runterladen wollt. Einmal für Mac, einmal für Windows. Ich finde am besten Dropbox ist für mich am besten, funktioniert meiner Meinung nach am einfachsten. Dann geht ihr einfach auf Download, direkter Download und speichert die Datei einfach irgendwo. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Hier habt ihr dann so ein Archiv, Patch Windows 0.0.2. Das entpackt ihr dann in die Castle Story Prototype, in den Castle Story Prototype Ordner. Und genau, dann sollte das Ganze so aussehen. Dann habt ihr hier eine Datei Patch, die müsst ihr dann ausführen. Und dann sollte hier dran stehen, Castle Story Prototype 0.0.2 is ready and installed on your computer. Ja, damit ist die Installation schon abgeschlossen und dann starte ich jetzt mal Castle Story, damit ich euch dann in-game zeigen kann, was sich denn mit dem neuen Patch so getan hat. So, hallo Leute, jetzt befinden wir uns hier in-game in der neuen Version 0.0.2, wie ihr auch hier unten am Bildschirm sehen könnt. Und als erstes zeige ich euch mal den World Editor, der ja bisher noch überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Buttons rechts hier nicht funktioniert haben, und das Ganze soll jetzt besser funktionieren. Außerdem wurde die Kamerasteuerung geändert, dass das besser funktioniert, und ja, das funktioniert jetzt auch tatsächlich besser, nämlich mit gedrücktem Mausrad könnt ihr die Kamera so drehen, Mausrad drehen, hoch und runter zoomen, und einfach mit WASD könnt ihr euch so über die Welt bewegen, was vorher auch noch nicht so gut funktioniert hat. Ja, der World Editor funktioniert, das heißt, ihr könnt jetzt hier rumbauen, wie ihr Bock habt. Solltet ihr zumindest theoretisch können. Ja, könnt ihr auch. Moment, machen wir mal was. Probieren wir mal ein bisschen rum. Was kann denn was hier? Wow, jetzt haben wir hier so einen hässlichen Block in der Landschaft stehen. Und den können wir jetzt eben hier dann wieder bearbeiten, kleiner machen. Ja, wie auch immer, hier die Berge ein bisschen verändern. Funktioniert alles schon relativ gut. Also da könnt ihr jetzt ein bisschen an eurer Welt rumbauen und da ein bisschen was Neues basteln. Und dann auch wieder Gras drauf machen. Oder da soll jetzt ein Wald hin. Also könnt ihr alles selber dann so bauen, wie ihr wollt. Funktioniert alles schon relativ gut. Was leider noch nicht funktioniert, ist hier zurück ins Hauptmenü. Das geht nicht. Man muss jetzt das Spiel erst beenden, um dann wieder ein Spiel starten zu können und dann wieder Bricktons zu haben. Das ist noch ein bisschen blöd gelöst. Das wird sich aber sicher auch noch ändern. Und ja, dann wieder bis gleich. So, und wieder zurück. Spiel kurz neu gestartet, dass wir jetzt hier ein neues Spiel starten können. Und zwar auf der Prototype Island, auf der ganz normalen Standardinsel. Und da werde ich euch dann einfach mal noch kurz erklären, was es denn so an Bugfixes gab. Also die größten Neuerungen sind auf jeden Fall mal, dass das ganze Speichersystem überarbeitet wurde. Und somit könnt ihr jetzt Spiele speichern und wieder laden, ohne dass jedes Mal 5 neue Bricktons gespawnt worden. Außerdem ist der nervige Endlos-Sound im Hintergrund weg, wie ihr vielleicht schon hört. Das ist natürlich schon mal sehr angenehm. Außerdem wurden noch viele andere Sachen gefixt. Zum Beispiel dieses Holz abbauen ist jetzt anders, funktioniert ein bisschen besser. Man kann jetzt hier sinnvoll eine Zone auswählen. Also man sieht jetzt hier einen Kreis außenrum und welche Bäume abgebaut werden. Und hier kann man den Radius eben erhöhen oder verringern. Das war ja vorher irgendwie alles ein bisschen undefinierbar komisch. Das funktioniert jetzt also auf jeden Fall besser. Außerdem wird auch nicht bei jedem Klick hier unten drauf eine neue Holzfällergruppe erstellt. Also das wurde wesentlich besser gelöst, als es vorher war. Und ja, funktioniert so wie es soll, ziemlich angenehm. Das gleiche gilt auch für Minen und Tunnelgraben, das hat auch nicht so ganz funktioniert. Das wurde auch wesentlich verbessert, dass das ja ein bisschen benutzerfreundlicher ist. Beim Login gab es teilweise komische Fehlermeldungen, die wurden auch
verbessert, gibt es jetzt sinnvollere Fehlermeldungen, die genauere Sachen aussagen und nicht einfach nur dran steht, ja, Login nicht möglich, sondern ein bisschen was Genaueres. Das Baumenü wurde ein bisschen überarbeitet, es wurden viele visuelle Effekte geändert, zum Beispiel habt ihr auch gesehen, sogar glaube ich in meinem Let's Play, ich bin mir nicht ganz sicher, dass teilweise, wenn Brictons die Vasallen hier Fässer rumtragen und die abgestellt haben, dann stand das Fass zwar irgendwo, aber hier vorne am Bauch ist immer noch das Fass dran geklebt, obwohl der das schon abgelegt hat eigentlich. Also visuelle Bugs wurden entfernt. Und ja, das war's eigentlich soweit. Der Rest sind dann nur noch kleinere Änderungen, wie zum Beispiel, wie gesagt, das ganze Speicher wurde komplett eigentlich überarbeitet. Da werde ich euch jetzt nicht die alle Neuerungen vorlesen. Kristalle und was weiß ich, was da alles gefixt wurde noch. Und ansonsten die größten Neuerungen, die das Gameplay jetzt betreffen, wie gesagt, die neue Kamerasteuerung, die sehr gut funktioniert. Die sinnvolle Holzabbau-Anwählbarkeit, also dieses neue Interface hier zum Holzabbauen ist auf jeden Fall gut. Und wenn das Speichern auch gut funktioniert, dann sind doch schon mal die größten Mängel der eigentlichen Release-Version behoben. Und ja, da bin ich mal gespannt, was sich jetzt dann die Entwickler noch einfallen lassen für neue Patches. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zu meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.